Du wirst abnehmen wie von alleine, wenn du das Geheimnis dahinter verstehst. Abnehmen ist kinderleicht, denn es hat mit Leichtigkeit zu tun, nicht mit Entbehren und nicht mit Schinderei. Abnehmen, das macht ganz viel Freude, du wirst es sehen. In dieser Hypnose verrate ich dir das große Geheimnis des Abnehmens, wie du mit Leichtigkeit leichter, immer, immer leichter wirst. Und du wirst gleichzeitig immer ruhiger werden und du wirst einschlafen, tief und fest einschlafen. Vielleicht hat dein Unbewusstes schon immer gewusst, wie leicht das Abnehmen gelingen kann. Nimm es einmal wörtlich, abnehmen. Wenn dir jemand eine Arbeit abnimmt, was musst du dann tun? Nichts, einfach nur loslassen. Wenn dir jemand die Verantwortung abnimmt, was musst du dann tun? Nichts, einfach nur loslassen. Und wenn du Gewicht abnimmst, was musst du dann tun? Nichts, einfach nur loslassen. Folge dieser Hypnose und du wirst friedlich einschlafen und mit jedem Tag wird dein Körper leichter und leichter werden. Ich begleite dich dabei, mein Name ist Martin Wehrle und wenn dir diese Hypnose gefällt, dann nutze gern auch meine 365-Tage-Challenge, mit der ich dich jeden Tag des Jahres in ein leichteres und erfüllteres Leben begleite. Den Link zu den kostenlosen Testwochen, den findest du unter diesem Video. Warum ist das Abnehmen für viele Menschen immer noch so negativ besetzt? Weil sie dem Irrtum aufsitzen, sie müssten etwas dafür tun. Dabei können sie sich das Abnehmen im wahrsten Sinne abnehmen lassen. Alles, was du brauchst, damit die Pfunde purzeln, ist das richtige Programm in deinem Kopf. Wenn dein Kopf auf Abnehmen programmiert ist, wird es wie von alleine, wird es ganz, ganz leicht passieren. Und du wirst dich jeden Tag daran erfreuen, dass noch mehr Leichtigkeit in dein Leben, noch mehr Leichtigkeit in deinen Körper kommt. Vielleicht wunderst du dich, dass ich noch mehr Leichtigkeit sage. Vielleicht bist du der Meinung, noch nicht genug Leichtigkeit in deinem Körper zu haben. Doch ich bin ganz, ganz sicher, die Leichtigkeit des Seins, die ist schon in dir. Du bist leicht wie eine Feder. Du kannst mit dem Wind fliegen, wenn du diese Leichtigkeit nur entdeckst. Denn im Leben nimmt immer das zu, worauf du dich konzentrierst. Ich mache es dir an einem Beispiel deutlich. Stell dir vor, du führst eine Beziehung und einige Dinge laufen gut und andere Dinge laufen weniger gut. Was passiert nun, wenn du dich auf die weniger guten Dinge konzentrierst? Klar, du wirst immer, immer unzufriedener. Und dein Gegenüber spürt das. Und so setzt eine Spirale der Unzufriedenheit ein. Und die Beziehung wird immer, immer negativer.
Aber was passiert, wenn du deine Konzentration auf das lenkst, was in der Beziehung gut läuft? Klar, dann nimmt das Gute in dieser Beziehung immer mehr zu. Weil du Zufriedenheit empfindest, strahlst du Zufriedenheit aus. Und weil du Zufriedenheit ausstrahlst, strahlt die Zufriedenheit durch deinen Partner und durch die Welt zu dir zurück. Und jetzt übertrag diesen Gedanken einmal auf deinen Körper. Viele Menschen begehen den schweren Fehler, dass sie ihren Geist völlig falsch programmieren. Zum Beispiel sagen sie sich, ich muss Gewicht verlieren. Was für ein ungünstiges Mindset. Denn wer das Wort Gewicht denkt, empfindet keine Leichtigkeit, sondern das Gegenteil. Und auch das Wort verlieren ist nicht gerade positiv besetzt. Wer sich also auf fehlende Leichtigkeit konzentriert, der manifestiert den Mangel. Daran scheitern fast alle Diäten. Aber jetzt erfährst du, wie du es besser machst. In dieser Hypnose wirst du dich auf die Leichtigkeit deines Körpers konzentrieren. Du wirst entdecken, wie viel Leichtigkeit schon in dir ist. Und deshalb wird es dir wie von alleine gelingen, diese Leichtigkeit immer mehr und mehr auszubauen. Du wirst jeden Tag, jede Stunde, jede Minute etwas leichter werden. Du wirst abnehmen, weil dir etwas abgenommen wird, weil die Leichtigkeit sich in dir ausbreitet, weil du dich als einen leichten Menschen definierst, einen Menschen, der sich in seinem Körper wohlfühlt, einen Menschen, der mit seinem Gewicht sehr glücklich ist. Du wirst abnehmen, weil du mit deiner Leichtigkeit in Kontakt trittst und weil du damit dieser Leichtigkeit mehr Energie schenkst, mehr Raum schenkst und mehr Bedeutung schenkst. Du bist ein leichter Mensch. Dein Gang ist ein federnder Gang. Und alles, was du nicht länger tragen willst, wird dir abgenommen. Abnehmen, das heißt nur, dass du etwas loslässt, dass du etwas weitergibst, dass du einen alten Zustand gegen einen neuen, einen besseren eintauschst. Warum sollte dir dieser einfache Vorgang nicht gelingen? Zum einen bringst du einen großen Wunsch mit, sonst hättest du diese Hypnose nicht angeklickt. Und du bist immer das, was du denkst und was du wünschst. Und wenn du wünschst, leichter zu sein, dann bist du, dann wirst du leichter. Dein Gedanke zieht immer eine Wirklichkeit nach sich. Und das ist der Grund, warum Menschen eben nicht abnehmen, wenn sie sich für zu dick halten. Der Gedanke, dick zu sein, der zieht eine Wirklichkeit, eine
ungünstige Wirklichkeit nach sich. Darum achte ganz genau darauf, dass du ab jetzt nur noch über deine Leichtigkeit nachdenkst. Vielleicht spürst du schon, wie sich diese Leichtigkeit jetzt in deinem Körper ausbreitet, wie sie umso größer wird, je mehr du spürst, dass deine Unterlage dich trägt. Du schwebst wie auf einer Wolke, denn dein Körper wird mit Leichtigkeit getragen. Und wenn du jetzt genau darauf achtest, wirst du diese kribbelnde Leichtigkeit überall in deinem Körper wahrnehmen. Sie breitet sich aus wie eine ganz leichte, warme Flüssigkeit, eine kribbelnde Flüssigkeit, eine Flüssigkeit, die verdampfen und sich irgendwo oben im Universum auflösen kann. Wie Flüssigkeit verdampft, so verdampft ab sofort dein Gewicht. Es steigt auf zum Himmel, hinauf zu den Wolken, hinauf zum Universum und immer, immer leichter und leichter und leichter wird dein Körper. Je mehr sich diese kribbelnde Leichtigkeit in ihm ausbreitet und alles Schwere entschweben und aufsteigen und verdampfen lässt. Spür einmal, wie herrlich dieses Gefühl ist, dass deine Stirn jetzt immer leichter wird, dass dein Kopf in die Unterlage einsinkt, während die Schwere sich von dir löst und hoch zum Himmel schwebt. Leicht. Ganz leicht wird deine Stirn. Und wenn du jetzt auf dein Gesicht achtest, auf deine Kaumuskulatur, dann wirst du merken, wie alles immer mehr von der Unterlage getragen wird und wie alles noch nicht so leichte hinauf zum Universum schwebt, ganz leicht und ganz natürlich. Du spürst, wie deine Oberarme kribbeln, wie sie von dieser warmen Flüssigkeit durchflossen werden und wie alles, was noch nicht federnd leicht war, jetzt mit dem Dampf dieser Flüssigkeit nach oben steigt, zum Himmel steigt, zum Universum steigt. Achte jetzt darauf, wie deine Hände immer mehr von der Unterlage getragen werden.
Denn alles, was noch nicht leicht an deinen Händen war, steigt mit diesem wunderbaren, diesem warmen Dampf, dieser kribbelnden Flüssigkeit in die Höhe. Es entschwindet durch die Decke, es steigt auf bis zum Himmel. Und wenn du dich jetzt auf deinen Oberkörper konzentrierst, auf deinen Bauch konzentrierst, auf deine Hüften konzentrierst, dann wirst du eine Leichtigkeit bemerken, die dir nie zuvor aufgefallen ist. Eine kribbelnde, eine schwebende Leichtigkeit. Dann wirst du spüren, wie alles, was noch nicht leicht war, mit dieser warmen, kribbelnden Flüssigkeit, mit diesem Dampf, diesem leichten Dampf, nach oben schwebt und wie dein Oberkörper immer besser von der Unterlage, immer leichter von der Unterlage getragen wird. Du schwebst auf deiner Unterlage, während du in sie einsinkst. Du bist leicht, weil du getragen wirst. Bist leicht, weil alles nach oben aufsteigt, weil es dir abgenommen wird vom Universum. Du nimmst ab, weil dir alles abgenommen wird. Weil es sich jetzt immer mehr verliert, weil es sich die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate immer mehr und mehr verliert. Und vielleicht fällt dir schon auf, dass auch deine Oberschenkel, deine Waden, deine Füße immer mehr von dieser kribbelnden, warmen Flüssigkeit durchflossen werden. Und dass alles, was noch nicht leicht war, nicht leicht an deinen Oberschenkeln, nicht leicht an deinen Waden, nicht leicht an deinen Füßen, dass alles noch nicht leichte, wie von allein verdampft, dass es sich auflöst, dass es aufsteigt zum Himmel und ins Universum. Dass es sich zwischen den Sternen verliert, im Reich der Schwerelosigkeit. Und genau diese Schwerelosigkeit, diese vollkommene Leichtigkeit, die kannst du jetzt in deinem ganzen Körper wahrnehmen, in jeder Zelle und in jeder Pore ist diese Leichtigkeit, weil du so herrlich von deiner Unterlage getragen wirst, weil dieses warme Kribbeln dir deinen Körper immer mehr abnimmt, immer mehr dein Abnehmen fördert.
Du bist so leicht, wie du leicht sein willst. Eine Feder bist du. Ein Windhauch bist du. Die vollkommene Leichtigkeit bist du. Und du genießt deine Leichtigkeit so sehr, dass du weißt, ganz sicher weißt, dass du sie immer mehr ausbauen wirst, indem du dir einfach das noch nicht so leichte abnehmen lässt. Du lässt dir Gedanken abnehmen, die noch nicht leicht genug sind. Gedanken, die dich noch mit der alten Schwere verbinden. Du lässt sie dir abnehmen, bis du abnimmst, und zwar ganz leicht körperlich abnimmst. Du lässt sie dir abnehmen, bis deine Gedanken noch leichter geworden sind. Bis du ganz leicht abnimmst. Bis dein Körper so leicht wie der einer Gazelle geworden ist. Bis er sich bewegt mit einer spielerischen Leichtigkeit. Du lässt dir alles, was dich noch an deiner Leichtigkeit hindert, mit großer Leichtigkeit abnehmen. Du lässt es dir abnehmen, bis du dich in deinem Körper rundum wohlfühlst. So wohl, dass du jedes Körperteil liebst, jeden Zentimeter deiner Haut liebst, bis du dich vollkommen angenommen hast und dich sehr, sehr gerne im Spiegel siehst. Leichtigkeit ist immer das, was du dafür hältst. Leichter bist du dann, wenn dir dein Leben am leichtesten fällt und wenn du dich in deiner Haut am wohlsten fühlst. Leichtigkeit hat nichts damit zu tun, was die Gesellschaft oder andere von dir erwarten. Leichtigkeit hat nur damit zu tun, was du dir wünschst und du dir abnehmen lassen willst. Weil du jetzt weißt, wie leicht das Abnehmen ist, wird dir schon in den nächsten Tagen auffallen, dass du diese Leichtigkeit mit Leben füllen willst. Und wann spürst du die Leichtigkeit deines Körpers am intensivsten? Du spürst sie, wenn du dich bewegst,
wenn du eine Feder bist, die auffliegt im Wind, wenn du eine Gazelle bist, die in federndem Gang über den Boden springt. Achte darauf, wie jeden Tag dein Bedürfnis wächst, deine Leichtigkeit zu spüren. Achte darauf, wie du von Tag zu Tag mehr gehst, auch Treppen gehst, mehr läufst, mehr Rad fährst, mehr schwimmst, mehr tanzt, wie du dich von Tag zu Tag mehr bewegst, leichter bewegst und lieber bewegst. Und diese Bewegung, die nimmt dir alles ab, was du nicht mehr tragen willst. Diese Bewegung schenkt dir eine herrliche Leichtigkeit. Du wirst leben wie auf einer Wolke. Du wirst getragen sein. Es ist so schön, mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. So schön, wenn du merkst, wie deine Leichtigkeit der Gedanken zu einer Leichtigkeit des Körpers wird. Du wirst entdecken, wie schön du bist. Denn du bist ein Meisterwerk der Schöpfung. Du bist ein einmaliges Wesen. Du bist ein Unikat. Und je mehr du deine Leichtigkeit entdeckst, je mehr du dich bewegst, desto leichter wird es dir fallen, leicht zu sein. Abnehmen bedeutet, dass du dir etwas abnehmen lässt. Es ist kinderleicht. Du lässt dir Gewicht abnehmen, jeden Tag ein wenig mehr, jeden Tag wirst du leichter. Wenn du jetzt ganz tief in dich horchst, wirst du bemerken, dass diese Leichtigkeit sich schon in dir ausgebreitet hat. Du wirst merken, dass du ab sofort mit mehr Leichtigkeit leben und dich mit mehr Leichtigkeit bewegen. Und dass du auch mit mehr Leichtigkeit essen wirst. Es ist ein so herrliches Gefühl, wenn du das Essen wirklich genießen kannst
und zwar auch nach dem Essen. Wenn du ein gutes Gewissen verspürst, weil du leicht gegessen hast, gesund gegessen hast, etwas für dich getan hast, du isst von Tag zu Tag gesünder, mehr Obst, mehr Salat, mehr Vitamine. Und es wird dir leicht fallen, sehr leicht fallen, denn deine Leichtigkeit nimmt dadurch zu. Du bewegst dich nach den Mahlzeiten leichter. Du verdaust nach den Mahlzeiten leichter. Du bist und wirst nach den Mahlzeiten leichter. Es ist ein herrliches Gefühl, wenn du dich schlank isst, wenn du genießt und zur gleichen Zeit dir Gewicht abnehmen lässt. Du lässt es dir abnehmen, indem du leicht isst, indem du dich bewegst, indem du die Leichtigkeit deiner Gedanken entdeckst. Es ist eine neue Haltung, mit der du lebst, eine Haltung, die dir im Leben alles viel, viel leichter macht. Und je mehr du diese Haltung mit Leben füllst, desto mehr wirst du sie genießen, desto leichter wird es dir fallen. Das Abnehmen, das sich etwas abnehmen lassen, das ist die leichteste Sache der Welt. Und damit es dir gelingt, diese leichteste Sache der Welt voll und ganz zu genießen, damit es dir gelingt, die Leichtigkeit deines Körpers und deiner Gedanken dauerhaft zu entdecken, damit es dir gelingt, dich mehr zu bewegen und gesünder zu essen. Deshalb werde ich dich jetzt mit ein paar Gedanken in deinen Schlaf begleiten. Lass diese Hypnose unbedingt weiterlaufen, auch wenn du gleich einschläfst, denn dein Unbewusstes, das nimmt im Schlaf und Halbschlaf alle Botschaften besonders gut auf.
Was du jetzt hörst, wird dich auf spielerische Weise zu einer großen Leichtigkeit und zum Gewicht deiner Wünsche führen.